Leute, da sind wir bei dem Dead Space Let's Play. Ja, ich freue mich schon riesig. Und ich würde sagen, fangen wir mit dem Horror doch einfach an. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angespielt. Also nur bis zum ersten Speicherpunkt. Bis zu dem werde ich auch jetzt nur die Aufnahme machen. Und dann geht es wirklich erst in der nächsten Folge richtig los. Ja. Gucken wir kurz mal noch in die Option, wie das hier ist. Grafik habe ich definiert, genau. Das muss ich erstmal machen wegen Fraps, bis ich da was noch gefunden habe, wie ich das anders machen kann. Und sonst ist eigentlich alles auf hochgestellt. Jo, dann nehmen wir das. Wie es mit dem Ton ist und so, das müsst ihr mir dann noch sagen. Ob man mich hört, ob ich was leiser, lauter machen soll. Auch von der Helligkeit her. Also da bin ich auf euch ein bisschen angewiesen. Okay, das war mein Spielstand, kann man das nicht nennen, aber mein Probe-Ding. Und würde ich sagen, beginnen wir. Ja, auf einfach. Ich nehme den Pussy-Schwierigkeitsgrad, weil... ja, wir wollen doch nicht 50 Folgen an einem Gegner hängen. Deswegen einfach. Obwohl es wohl trotzdem schwer wird. Ja, Ladezeiten, die... gibt's auch. Die lasse ich jetzt aber drin. Und ich probiere mal, ob ich es wieder hinkriege, dass man Isaacs Gesicht sieht, weil eigentlich sieht man das, glaube ich, gar nicht. Erst am Ende des Spiels, aber ich habe es vorhin hinbekommen, dass man ihn sieht. Es geht los. Isaac Clarke, das sind wir übrigens. Nur zur Info. Ein Techniker. Jetzt bin ich blöd. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Gehst schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Beeindruckend. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr? Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verfluchte Scheiße! Sir, die Undock-Probe. Was ist los? Wir sind ab vom Kurs, wir haben in die Hölle! Fahren Sie die Schilde hoch! Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Magnetfeld, sind Sie irre? Sofort abbrechen! Nein! Wir können es reinschaffen! Corporal, das war ein Befehl! Das Feld ist zu stark!
ihrem Henker haben sie sich dabei gedacht, wollten sie uns alle umbringen. Ich habe soeben ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Spiele übrigens mit meinem Xbox-Controller, was ich sehr angenehm finde, weil der hat so eine schöne Silikonhülle drum. Pure schweißige Hände, sehr empfehlenswert. Ja, ich kann das schon. Danke, geh weg. Wo ist der Ausgang? Den habe ich auch letztens, gerade bei der Probe schon verpasst. Ach, da. Ist hier noch irgendetwas? Ach, das ist mal schön, ein Spiel zu haben, das wie auf der Xbox ist. Richtig. Ach, da ist die Tante. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren, Sie haben den Portbooster verloren. Unglaublich. Unser Schiff ist im Arsch. Guck mal, bist du Werbung. 62 Jahre später. Das dienstälteste Schiff seiner Klasse. Sie hält den Rekord für die meisten Planetenausschlachtungen. 34 bis heute. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Ich wollte das hören. Oh. Ganz egal, ob Sie zu uns an Bord stoßen oder die Verlaufprogramme ja, weg, weiß ich. Das sind Leute. Und hoffen, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt haben werden. Konkurrenz ist. So, dann machen wir noch die Tür auf und dann speichern wir auch schon. Dann. Übrigens, das Schiff erinnert mich sehr an dieses Gefängnisschiff aus Mass Effect 2. Stimmt, von den gleichen Herstellern. Was war? Öffnen, ja, hier. Isaac is the man. Uha. Ja, ich kann das. Ich kann eine Tür öffnen, oder nicht? Ja, ich geh schon. Da. Oh, Dinger. Hab ich letztes Mal hier ein Ding gemacht. Kann ich das aufstellen? Sie sind nicht in Eile gewesen. Nee, so nicht. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ist mein Inventar? Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele, ich empfange keinerlei Signale. Gott, der Isaac. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht! Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie, wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. Ja. Ich bin the man. Ich mach das. Ja, weiß ich. Geh weg. So, aber da hier ein Speicherpunkt ist und das mal für die erste Folge reichen soll, würde ich sagen, beenden wir das auch schon. Die nächste Folge wird sicherlich interessanter. Ja, das ist mein erster Spielstand. Also, bis dahin. Eure Still.